Dass Christian Polans, 43, kein Blatt vor den Mund nimmt, ist nicht neu. Doch nun platzte dem Let's Dance-Profi im Netz der Kragen. Let's Dance-Profi Christian Polans? Wütende Ansage im Netz. Für Christian Polans und Schlagerstar Michelle läuft es bei Let's Dance ganz und gar nicht so, wie wahrscheinlich erhofft. Während die Schlagersängerin noch vor TV-Start von vielen als Favoritin gehandelt wurde, mussten sie und der Tanzprofi in der zweiten Live-Show viel Kritik der Jury einstecken. Am Ende gab es nur magere 11 Punkte von Joachim Jambi und Co. Für den CHACHACHA zu eine neue Liebe, ein vernichtendes Urteil, das für das Duo, das sich schon vor Let's Dance kannte, das aus hätte bedeuten können. Am Morgen nach der zweiten Live-Show meldete sich Christian Polans dann in einem Insta-Live bei seinen Fans und Followern zu Wort und sprach offen über die bittere Klatsche, es ist einfach kein Cha-Cha-Lied. Es ist wirklich schwierig, da vernünftig CHACHA dazu zu tanzen, aber das hat nichts damit zu tun, was für Fehler Michelle gemacht hat. Das hätte auch mit einem tollen Lied passieren können. Der Tänzer nimmt Schlagerstar Michelle in Schutz. Doch wenig später kippte bei Christian Polans die Stimmung. Der Grund? Offenbar ein Kommentar, den man nachträglich nicht mehr sehen kann. Allem Anschein nach schrieb ein Zuschauer etwas dazu, dass sich Michelle vor Let's Dance als Favoritin betitelt hätte, eine glatte Lüge, wenn es nach dem 43-Jährigen geht, dem kurzerhand der Kragen platzte, nicht nur in Bezug auf Michelle, aber generell nervt es mich ein bisschen, ich will dich die Zuschauerin, Anmerkung. D. Rett. Jetzt nicht persönlich angreifen, aber nicht einfach irgendwelche Sachen aus dem Internet oder aus dem Kontext herausnehmen und das für wahre Aussagen halten. Michelle. Und das weiß man. Wenn man sie ein bisschen kennengelernt hat, hat sich nie selbst als Favoritin bezeichnet. Und weiter, das ist einfach nicht wahr. Da muss man einfach vorsichtig sein, weil Leute sie in eine Schublade stecken. Die Medien funktionieren ganz strange, also bitte urteilt nicht über Menschen, die ihr selbst nicht kennt. Glaubt nicht jeden Scheiß, den ihr lest. Abschließend betonte Christian Polans, dass diese Ansage längst nicht nur Michelle, sondern auch die übrigen Let's Dance-Kandidaten und Profitänzer betreffen würde.